warum ein Kreuzbandriss in der Regel kein Zufall ist, welche Risikofaktoren es gibt und was du dagegen auch tun kannst, welche Präventionsprogramme sich bewiesen haben. Das ganze Video unterteile ich insgesamt in 5 Fakten, die dir hoffentlich die Augen öffnen und dir zeigen, warum ein Kreuzbandriss kein Zufall ist. Fakt Nummer 1. Etwa 70% aller Kreuzbandrisse sind ohne jeglichen Gegnerkontakt oder auch ohne jeglichen Einfluss eines Gegners überhaupt in der Nähe. Fakt Nummer 2. Wenn sich jemand verletzt hat und er steigt wieder ein, dann hat er im ersten Jahr ein 15-fach erhöhtes Risiko gegenüber der Kontrollgruppe. Und wenn ich mir die nächsten 2 Jahre insgesamt angucke, dann sind es immerhin noch das 6-fache der Kontrollgruppe. Und dann muss man sich fragen, ja, wenn ich doch einen Kreuzbandriss hatte und es ist Pech, ist es schon sehr großer Zufall, dass dieses Pech in so einer kurzen Zeit ein zweites Mal an der Tür klopft. Und das war für mich tatsächlich auch der Punkt, wo ich gedacht habe, kann das denn wirklich Zufall sein, dass ich in 3 Jahren und davon eigentlich nur wieder 1,5 Jahre so richtig aktiv gespielt, dass ich echt schon wieder einen zweiten habe? Und ist das wirklich Zufall? Und bei mir war es ja auch so, dass die kontralaterale Seite betroffen war. Und das Spannende ist jetzt, dass die kontralaterale Seite quasi doppelt so häufig betroffen ist beim zweiten Vorfall wie die erste Seite. Und das spricht ja nun dafür, dass nicht die OP-Methode oder das Transplantat dafür sorgt, dass das Knie an sich anfälliger wird, sondern dass auf einmal die gesunde Seite genauso schnell einen Schaden wegträgt oder noch schneller. Und damit kommen wir jetzt eigentlich zu Fakt Nummer 3. Die intrinsischen Risikofaktoren bestimmen maßgeblich, ob du eine oder zwei oder auch gar eine dritte Verletzung hast. Intrinsische Risikofaktoren für den ersten Kreuzbandriss wurden verschiedenste beschrieben. Dazu gehört zum Beispiel die bekannte X-Beinstellung, auch als dynamischer Valgus bezeichnet. Das heißt, dein Knie knickt unkontrolliert nach innen weg. In der Regel hat man selber das Gefühl, man landet sehr stabil, man landet sehr gut. Und dann guckt man sich hinterher das Video an und denkt sich, das sieht ja gar nicht so gut aus, wie ich das eigentlich gedacht habe. Also das sind dann die allerschlimmsten Fälle. Dann ist es so, wenn ich eine Kniedominanz habe bei den Bewegungen, das heißt, ich schiebe die Knie immer sehr stark nach vorne. Wenn ich eine schlechte Rumpfkoordination habe, das heißt, mein Oberkörper, wenn ich lande, schwankt immer von rechts nach links und zurück. Und wenn ich eine Verdrillung des Oberschenkels und Unterschenkels gegen. Bei sekundären Verletzungen gibt es zum Beispiel eine sehr spannende Studie, die gezeigt hat, dass eine Seitendifferenz nach so einer Reha sehr stark entscheidend ist, ob ich einen zweiten Riss erleide oder nicht. Und auch hier wurde festgestellt, dass eine verminderte Rumpfkoordination zu einem deutlich erhöhten Risiko führt, wieder einen Kreuzbandriss zu bekommen. Fakt Nummer 4. Die richtige Technik schützt mein Kreuzband. Spannenderweise wurde festgestellt, wenn ich ein gewisses Grad an X-Beinstellung in einem Sprung überschreite, dann steigt mein Risiko, um das 17-fache mich zu verletzen. Aber andersrum gilt natürlich auch, wenn ich unter dieser Grenze bleibe, dann habe ich ja auch ein 17-fach geringeres Risiko, mich zu verletzen. Und nur mal, um das Ganze bildlich zu machen, das entspricht ja einer Spielzeit von 1 Jahr versus 17 Jahre. Und wenn man sich überlegt, wie lange ein Sportler denn nun eigentlich in der Regel überhaupt seine Sportart spielt, ich sage jetzt mal, der Durchschnittssportler fängt vielleicht so mit 8, 9, 10 seine Sportart an und hört wahrscheinlich auch mehr oder weniger mit 30 wieder auf, so die allermeisten, weil dann irgendwie Kinder kommt und Arbeit ist oder man spielt nur noch deutlich weniger oder hobbymäßig, dann bedeutet das, dass eben die allermeisten die komplette Lebensspanne sehr gut spielen können. Und das andere Mal rede ich von 1 Jahr, also gefühlt quasi angefangen und schon verletzt. Nur um sich mal diese Zahlen, die doch sehr plastisch sind oder abstrakt sind, einfach mal ein bisschen genauer vorzustellen. Und das Spannende ist, dass also jetzt nicht nur die Kraft dafür entscheidend ist, wie ich so eine Technik ausführe, sondern auch ganz andere Faktoren damit reinspielen. Denn bei diesem neuromuskulären Zusammenspiel ist auch entscheidend, habe ich eine Vorermüdung, habe ich Entscheidungsdruck, habe ich Zeitdruck. All diese Sachen beeinflussen, wie ich mich bewege und das muss ich speziell trainieren. Da reicht Krafttraining auch alleine weder vorher zur Prävention aus, noch hinterher in der Reha. Und ja, damit komme ich eigentlich ja schon zu Fakt Nummer 5 und zwar
Präventionstraining wirkt. Wir haben eine 50% geringere Verletzungsrupturenquote wie ohne die Präventionsprogramme. Und wenn das nicht jedem die Augen öffnet, dann weiß ich es auch nicht. Und das zeigt doch, dass kleine, simple Präventionsprogramme, wir reden hier von 20 Minuten, ein bisschen Stabilitätstraining, ein bisschen Sprungtraining, ein bisschen gezielte Kräftigung, einfach vor der Mannschaftssport mit deiner Mannschaft, kann jeden Zweiten davor schützen, sich diese schwerwiegende Verletzung zu holen. Und ich denke, diese 5 Fakten öffnen dir jetzt die Augen, warum ein Kreuzbandriss kein Zufall ist. Und wenn du noch keinen hattest, dann solltest du dir mal bestimmte Präventionsprogramme angucken, um es überhaupt erstmal vorzubeugen. Dazu gehören bekannte Programme wie das FIFA 11 Plus, das Kieler Handballerprogramm. Wenn du nun aber in der Situation bist und du hast schon einen Kreuzbandriss und du willst unbedingt vermeiden, dass du nochmal in diese missliche Situation kommst und nochmal eine OP brauchst, denn mit jeder OP, also mir wurde gesagt, eine OP steckt das Knie gut weg, eine zweite OP wird schon schwierig, dass es wieder so wird wie vorher. Wenn du das vorbeugen willst und dir einfach eine bessere Anleitung wünschst, was du wann, wie machen, wieder kannst und das Ganze professionell gestaltet, am besten auch noch individuell auf deine Zeitpläne angepasst, dann trag dich doch bei uns mal für ein Beratungsgespräch ein, denn dann könnte unser Angebot für dich genau das Richtige sein, um dich wieder wirklich fit zu bekommen. Ansonsten freue ich mich auf dich in unserem nächsten Video und verbleibe hier mit einem bis bald.